So, und jetzt ein paar Termini, die sich von Alleler abwandeln, also die Partnerarbeit, die wir miteinander machen, die sinnlich ist und mit einer gewissen Erotik arbeitet, nennen wir Tantra-Lela. Das ist im Endeffekt Kontaktimprovisation, diese ganzen Elemente aus dem sozusagen aus der Bewegungsarbeit auf Partner umgesetzt. Wenn es eher ins Kämpferische geht, also wenn wir wirklich uns abklopfen oder eben auch tatsächlich Kampftechniken verfeinern, und tatsächlich dann auch ein bisschen so in einen Dialog geben, wo immer einer ein bisschen mehr empfängt oder abwehrt und der andere wirklich sozusagen in den Angriff geht, wir diese Kampftechniken sozusagen an denen arbeiten, beziehungsweise auch sehr viel lernen, Schläge zu nehmen, so ähnlich wie es im System ist, dann nennen wir das Combatta-Lela. Also das ist der Combat, der ist da drinnen. Das Ziel im Combatta-Lela ist, die genauen Schnittpunkte zwischen Massage und Kampf zu finden. Also etwas, was mich berührt, was in der Intention vielleicht zerstörerisch ist, kann ich aber nehmen, als wäre es eine angenehme Massage, auch wenn da ordentlich viel Kraft dahinter ist. Und gleichzeitig kann ich jemanden ordentlich einschenken mit meinen Kampftechniken, die können auch sehr sophisticated sein, dass ich dem Gegenüber eigentlich eine Massage biete. Das, was das beides umfasst, ist Kontaktaleler. Also Kontaktaleler ist sowohl, kann in die eine Richtung wie in die andere Richtung gehen, hat mehr was mit Kontaktimprovisation zu tun. Also da geht es mehr ums Fließen, da haben wir nicht so viel fixere, sage ich mal, fixe Vorstellungen, was jetzt in welchen Kategorien wir uns bewegen, ob wir jetzt in dem Erde, Feuer, Wasser, Luft oder Raum Element sind, die in der Alila-Arbeit ja ganz spezielle Bewegungstechniken haben. Ja, wenn wir Alila-Yoga im Wasser praktizieren, heißt das Aqua-Lela. Wenn wir Alila-Yoga am Baum praktizieren, heißt es Drya-Lela. Und dann gibt es auch noch in der großen Ethik, das haben wir jetzt hier nicht besprochen, die Entscheidungsfindung bzw. das Brainstorming. Das nennen wir Krea-Lela. Da wird sozusagen werden Ideen zusammengetragen und auch da gilt das sowohl als auch Prinzip. Wir versuchen selten eine Idee zu überstimmen. Selbst wenn es nur zwei Leute sind, die eine andere Idee haben im Kreis zu einem bestimmten Thema, dann sollen die den umsetzen dürfen. Also es darf im Krea-Lela-Kreis, da dürfen 3 bis 4 Arbeitsgruppen entstehen, die parallel arbeiten. Das Ziel ist immer, dass man sowohl als auch Lösungen findet. Also selbst wenn Sachen diametral entgegengesetzt sind und man glaubt, man muss sich entscheiden, dann nehmen wir den Faktor Zeit dazu und sagen, in dieser Zeit machen wir diese Lösung und in dieser Zeit machen wir diese Lösung. Aber beides, also es wird nicht überstimmt. Das ist, was wir versuchen in der Krea-Lela-Arbeit ständig zu machen. Das ist, finde ich, schon nochmal wichtig. Das werde ich auch nochmal extra als Video machen, als für die Entscheidungsfindungen, weil es wesentlich ist und es möglich ist. Es geht, es ist nur zeitaufwendiger. Und irgendwann einmal gibt es dann Leute, die sagen, na, es ist mir zu zeitaufwendig, das parallel zu machen. Dann komme ich sozusagen freiwillig zu einer anderen Arbeitsgruppe dazu. Aber dann ist das nicht überstimmt, sondern aus der Freiwilligkeit heraus. Ja, was haben wir dann noch? Ja, da haben wir verschiedene, auch noch eben die Aktiva-Lelas. Das sind sozusagen unsere Polizisten. Aktiva-Lelas sorgen dafür, dass das, was im Krea-Lela-Kreis erschaffen worden ist, auch umgesetzt wird, aktiv gemacht wird. Also da geht es auch konkret auch um Konsequenzen aus einem Prozess. Die Aktiva-Lelas sorgen dafür, dass ein Werk entsteht. Genau, dann haben wir. Müsst ihr nochmal nachschauen. Also es gibt noch einen ganzen Stapel von Alelas. Prinzipiell versuche ich immer so einen Bereich, der jetzt sozusagen ein spezifisches Thema ist, aber mit der Alela-Arbeit zu tun hat, eben zusammenzufügen. Familia Lela zum Beispiel. Familia Lela Yoga ist dort, wo die Generationen miteinander eben dieses Yoga machen. Auch sehr intuitiv, sehr schön. Und was gibt es noch? Lud Alela, das ist für alles zu den Spielen. Beziehungsweise das Ministerium, das eben versucht, auch den Alltag immer wiederum aufzuhellen mit Spielen. Judica Lela haben wir so gehabt, das ist so ein bisschen die Rechtsprechung. Genau.
Also im Endeffekt ist es eh sehr ähnlich, wie es unsere Verfassungen sind. Der Allele-Aspekt gibt eben ein, dass wir eben auch da immer auch in Prozesse einsteigen können. In jedem Form kann da immer sozusagen einen Kreis, was ist, steht an, was ist wichtig und administrativ, und einen Kreis, wie geht es uns damit. Ja, soweit einmal die Termini.